Da machen wir das gleiche jetzt nochmal. Aber da habe ich gesehen, müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel machen, weil die Stelle ein bisschen freier ist. Das freut mich natürlich. Da ist ein Surtling, um den muss ich mich erstmal kümmern. So. Steige Schwill. Hier sind Surtlingskerne und Kohle und bla. Ja gut. Hinunter. So. Da mache ich dann wieder dicht, ne? Hier müssen wir gar nicht dicht machen. Hier können wir einfach so machen. Und dann, also da ist ja so Meer und also Meer, also See, Tümpel, Teich, weiß ich nicht, wie nennt man das? Sumpf eigentlich einfach, ne? Oder ist das Biom-Sumpf? So, hier lang. Zack. Das sollte eigentlich schon von der Höhe reichen, wie man sieht. Tot. Sehr gut, sehr gut. Bloß keine toten Winkel übersehen, wo sie sich zufällig retten können. Dann da. Dass wir gerade gestorben sind, ärgert mich schon wieder. Das ist irgendwie komisch, ey. Seitdem ich streame, sterbe ich dauernd. Das nervt mich. Weil ich möchte ganz gerne eigentlich meine Erfahrungspunkte behalten, ne? Weil wozu sammle ich die denn? Okay, eigentlich sammle ich sie nicht, sondern sie sammeln sich automatisch von allein, während wir hier Sachen machen. Und zack. Und hier weiter. So. Die Kante weg, ja. Was haben wir hier? Ja, doch, das ist alles unterhalb des Grundwasserpegels. Da auch noch. So. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ganz ehrlich. Ist das hier ein Stein? Ja, den mache ich mal kaputt. Dich mache ich auch kaputt. 7. Und hier weiter gebuddelt. Sollte dann aber auch tatsächlich reichen, ne? Diesen Hügel hier noch weg. Und dann können wir uns eigentlich in unser Loch verkriechen. Oh, wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Dann gehen wir aber noch mal kurz in unsere neue Base und bringen da ein bisschen Ressourcen weg. Wir können den Stein nicht mehr aufheben, war aber nicht wegen Gewicht, ne? Nee. Aber weil ich hier zum Beispiel diesen Scheiß mitgenommen habe. Und das hier. Nehme ich mal alles mit. Das ist die Kohle. Die kann da ruhig liegen bleiben. Die stecken wir später dann noch mit dazu. Was ist das denn? Surtlings Trophäe unter Wasser. Sieht einfach aus wie so eine Kirsche. Oder so eine Erdbeere. Und tot. Nice. So. Zack. Ja. Bin ich tatsächlich auch sehr großzügig hier, ne, mit meiner Planung. Aber wie gesagt, hier spawnt ein 2-Sterne-Surtling und der stellt sich hier drauf und das war's. Will ich nicht. Könnte es eigentlich auch wieder das machen mit dieser Tür. Ne? Ich habe auch ein bisschen Sorge, dass sie diese Wände angreifen. Aber das machen sie, glaube ich, nur, wenn sie Aggro auf mich haben. Und die können sie ja gar nicht haben, wenn ich in diesem
Baum reingebackt bin. Und selbst wenn sie es haben, habe ich trotzdem noch gebuddelt und mein Bestes gegeben. Also wenn dieser Plan hier tatsächlich nicht aufgeht, dann, ja, dann ist das eben so. Das hier machen wir noch weg. Zack. Und hier. Allen Seiten werde ich hier beballert, aber das interessiert mich gerade nicht. Hab ja genug Life vorerst. So. Das hier noch weg. Und dann soll es das erstmal gewesen sein, oder? Hab ich gerade. Hier liegt Kohle rum, die nehme ich später mit. Hier ist noch Stein, das nehme ich mit. So. Hier habe ich jetzt natürlich Müll hingeworfen. Das schmeiße ich raus, das schmeiße ich raus. Ja, ganz ehrlich, Alter, das lasse ich einfach liegen. Dann logge ich noch ein letztes Mal zurück. Repariere alles. Bringe alles ins Lager. Wir haben alles gebaut, was wir brauchen. Ja. Tatsächlich haben wir alles fertig da soweit. Ich hoffe, dass die Position so richtig ist, aber wir haben es ja gesehen. Wir standen in der Mitte und an beiden Seiten haben wir, sahen die Surtlinge, also es sah so aus, als ob das dicht genug ist. So, dass die auf jeden Fall beide spawnen. Weil zum Beispiel haben wir das ja, das gleiche Problem auch immer wieder bei unserem Spawner direkt vor unserer Haustür, wo ich das Gefühl habe, dass der manchmal nicht funktioniert, also der da, ne? Dass der manchmal nicht funktioniert, weil wir zum Beispiel hier, wo ich jetzt stehe, funktioniert, aber hier nicht mehr. Ne? Und wenn wir dann halt die ganze Zeit nur auf der Seite des Hauses beschäftigt sind, zählt das halt nicht. Oder es kann auch sein, dass wir, wenn wir ganz weit oben sind, ne, also am Dach arbeiten zum Beispiel, dass das dann auch nicht funktioniert. Aber ich weiß es natürlich nicht. Holz, Stein. Felle. Das ist Fleisch, das ist Fleisch, das ist auch Fleisch. Schlamm. So. Trophäen, uralte Rinde. Kommt hier rein. Das Brot habe ich jetzt dabei, obwohl ich es gar nicht mehr brauche. Das sind auch Trophäen. Wurzeln hier. Trophies hier. Und Fleisch. Einmal normales. Und Monsterfleisch. So. Nochmal alles reparieren. Warum nicht? So. Und ich würde sagen, zurückloggen. Den Müll, den ich da weggeworfen habe, nochmal aufsammeln. Boah, das wird ja dann, glaube ich, echt ein, das wird dann, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr als das, was wir normalerweise haben, ne? Ich lasse das jetzt wieder stundenlang laufen im Hintergrund über Nacht und so, und bin gespannt, was dann dabei rauskommt, weil wir hatten schon bei einer einzigen, keine Ahnung, wie viele Stacks hatten wir da rausgekriegt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele Stunden wir gewartet haben, aber wir hatten da schon irgendwie so 4 50er Stacks, 4,5 50er Stacks. Das war schon die Jone. Moment mal. Die schmeiße ich weg. Und die Kohle. Die sammle ich später auf. Was haben wir denn hier? Nochmal Kohle. Und den Stein nehme ich mit. Einfach damit das hier ein bisschen sortierter ist. Da ist noch einer. Gut. Und jetzt verkrümel ich mich einfach in meinen Bäumchen. Nee, warte. Hier ist der und ist der andere. Da, ne? Ja, den markiere ich mir auch mal. Feuer, Geysir. So. Und die Tür, die wir uns hier gebaut haben, platziere ich ebenfalls. Also ja, markiere ich mir ebenfalls. Also hier. Secret.
Secret Door. Und dann würde ich sagen, gehen wir da hinein, oder? Baum und Baum. Ja. Ich hoffe, wir sind da dicht genug dran. Ich glaube ja. Sollten wir uns sogar sowas mit. Nee, brauchen wir nicht. So. Durch und in den Baum gebackt. Dann sind wir da auf jeden Fall safe. Wir haben uns ja auch das letzte Mal ebenfalls im Sumpf hingestellt, ne? Und. Ah, das funktioniert nicht. Der funktioniert nicht. Moment. Machen wir das nochmal woanders. Hm, wenn ich den hier abreiße, ich habe eine Idee. So. Und da. Vorsicht. Brauche nochmal ein bisschen Holz tatsächlich. Also doch, brauche ich doch ein bisschen Holz. So. Ob wir hier nicht so eine Plattform ranmachen können, damit wir doch nämlich im Wasser bauen können. Hier ging es nämlich nicht, weil das zu tief unten war. Das machen wir einfach so. Zack und zack. Sollte schon passen, eigentlich. Dann verschiedenes und Portal gedreht, ganz dicht dran. Oh, verzieh dich. Ich meine, dass der mich in Ruhe hier targeten. Oh, Schnauze. Ist immer noch zu weit weg davon, ne? Ich glaube, der eignet sich nicht so gut dafür, dieser Baum. Wir könnten auch einfach den nicht nehmen, den da nehmen. Nehmen wir den da einfach. Oder den hier, Alter. Boah. Hauptsache, wir sind in der Mitte. Da und da. Das ist schon ziemlich genau die Mitte, ne? Ja. Hm, Moment, Moment. Herstellung. Jetzt fehlt jetzt natürlich Holz. Das heißt, ich reiße das da drüben mal wieder ab. Scheinbar funktioniert das hier mit unserer, mit unserem Ding nicht so ganz. Ja, der da. Nehmen wir den. Abreißen. Ah, ne, hätte ich nicht tun sollen. Erst. Und den abreißen. Und das hier nehme ich auch noch gleich noch mit. Warum nicht? Ein bisschen Holz, dann können wir uns im Baum wieder so eine kleine Konstruktion bauen, dass wir uns da draufsetzen können. Theoretisch. So. Hier sollte es funktionieren, oder? Hier mache ich das. So. Da ein verschiedenes Portal. Shit, es geht auch nicht. Dann mache ich nochmal hier so eine behelfsmäßige. So, und da dran. Na komm. So. Geht das da dran? Das wäre natürlich cool. Verschiedenes Portal. Ja. Und hier. Kann ich nicht mehr mit der Schnauze halten. Okay, dann ist das vorne, ne? Dann ist das mit Schnauze halten natürlich schwierig. Das nennen wir Baum. Und das nennen wir Baum. Ja, das sollte klappen. Mal gucken. Unsere Nahrung läuft doch gerade aus. Sehr gut. Ja, wir sind drin. Oder? Nee, immer noch nicht. Wir sind immer noch nicht drin. Moment, Moment, Moment. So, dann machen wir das mal hier hin. Hier ist rot. So geht's. So, das jetzt aber. Komm. Baum. Let's go. Jetzt sind wir aber drin. Also. Okay, dann baue ich hier mir mal so eine Treppe. Und zwar. Ja, so. Ich zoome mal ran, damit ich hier einfacher bauen kann. Und zwar so, dass die sozusagen genau, wenn ich da spawne, so ist.
Und darauf so eine Platte. Oh. Okay. So. So, hier dicht dran und hinsetzen. Warte, warte, warte. Wir sind hier in diesem Ding. Nicht, dass sie uns dadurch sehen. Also gehe ich lieber noch ein Stück zurück. So, haben wir jetzt hier die ganze Zeit dieses Leuchten. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wo sind denn jetzt die Feuergeysire? Da ist einer. Und da hinten müsste irgendwo der andere sein. Sieht man nicht, ne? Der ist genau hinter den Bäumen. Da ist er. Da sieht man ihn. Durchlugen. Ich hoffe, das ist so nah genug dran. Beobachte das mal. Aber eigentlich müssten da jetzt auch welche spawnen. Das dauert ja jetzt nur 5 Minuten. Aber gut, wie dem auch sei. Ich wollte den Stream sowieso gerade beenden. Wir haben jetzt 3 Stunden 52, das sollte erstmal reichen. Wir haben ordentlich Eisen gekloppt. Wir warten jetzt noch auf Kohle, ne? Auf die gute alte Art. Ich habe irgendwie die Befürchtung, das ist zu weit weg. Ich will einmal sehen, wie da einer spawnt. Aber ich wüsste nicht, wie. Also, vielleicht spawnt da einer und wir sehen es nicht zum Beispiel, ne? Das wäre natürlich doof. So, hätten wir weiter in die Mitte gesollt, gemusst? Ja, ne? Ich glaube, ich. Die Suttlinge da sind gerade gespawnt. Aber. Hier? Finde ich auch doof, dass man da so schlecht sehen kann. Ich warte einfach mal und beobachte das. Und falls das nicht funktioniert, dann ziehe ich einfach um. Ne, ihr habt ja gerade gesehen, wie ich das mache. Dann suche ich mir einfach einen Baum, zum Beispiel den da, dass wir mehr in der Mitte sind. Aber ich glaube, das sollte so funktionieren. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und es war wieder einmal mega nice. Diesmal vielleicht ein bisschen nicht ganz so spannend. Obwohl andererseits diese Bausessions sind ja auch nicht unbedingt spannend. Ne? Aber ja. Wir haben ordentlich Eisen gefarmt und ich weiß nicht, nächstes Mal werden wir dann wahrscheinlich unten endlich die Schmiede fertig bauen und so, aber dafür müssen wir erstmal eine Schmelz-Session machen. Ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen als vielen Dank und bis zum nächsten Mal.